und Jochen Hützenbacher. Es kommt wieder so ein Moment, wo ich mich auf Sie verlassen muss und wo ich hoffe, dass Sie mit mir jetzt gemeinsam einen kleinen Bogen in diesem Programm gestalten, der mir jetzt wiederum nicht sehr leicht fällt. Es hat bei der Löwenverleihung von Radio Luxemburg seit vielen Jahren hat es nicht mehr gegeben, dass ein Löwe an jemanden verliehen wurde, der nicht auf der Bühne erschienen ist. Unser Löwengewinner, der jetzt in dieser Sekunde auf dieser Bühne stehen sollte, ist im Moment nicht in der Lage, aus sehr verständlichen Gründen den Löwen entgegenzunehmen. Es geht ihm sehr schlecht zurzeit, also nicht so gut, dass er heute hier sein kann. Ich habe gestern lange mit ihm telefoniert und er hat gesagt, du glaub mir, ich bin ein altes Zirkuspferd, aber zwei so schwere Operationen in so kurzer Zeit zu überstehen, noch da zu sein und zu wissen, dass es vielleicht morgen weitergeht, ich habe die Kraft nicht, vor so viele Menschen zu treten, ich weiß nicht, ich habe Angst. Und das müssen wir alle respektieren. Der bronzene Löwe trotzdem für Roy Black. Vielen Dank. Bis zur letzten Sekunde haben wir gedacht, es geht noch. Und er hat auch selbst gesagt, Kinder, bis dahin bin ich wieder fit. Er hat heute Morgen aber nochmal telefoniert. Er hat Ihnen einen Gruß durchtelefoniert, den ich Ihnen jetzt mal auszugsweise verlesen darf, wenn es Ihnen recht ist. Herzliche Grüße in die Westfalenhalle nach Dortmund. 12-mal habe ich von RTL und dem Publikum einen Löwen bekommen. Heute wäre es der 13. gewesen, mit diesem hätte ich zu diesem Zeitpunkt nie gerechnet. Und wenn man sich Folgendes vorstellt, am 24. Mai, mein letzter Auftritt bei Thomas Gottschalks, na sowas extra, dann Krankenhaus, zwei Herzoperationen, das Spiel zwischen Leben und Tod. Und dann kommt so eine Nachricht, du bekommst für deinen Titel Wahnsinn den Bronzenen Löwen von RTL. Das macht einen nicht nur stolz, sondern man merkt auch, dass man in dieser schnelllebigen Zeit nicht vergessen ist. So, und als wir telefoniert haben, haben wir gesagt, Junge, um 9 erhebe dein Glas, dann kriegst du den Löwen. Er liegt jetzt in seinem Bettchen, hat hoffentlich ein gutes Glas neben sich, denn das darf man, Gott sei Dank. Und ich hoffe, dass er es jetzt in dem Moment erhebt, wenn der Löwe vergeben wird. Stellvertretend für ihn haben wir eben, und das war das Bild, was Sie gesehen haben, eine Dame ausgeguckt, die ich jetzt mal auf die Bühne bitten darf. Sie hat uns erreicht hier auf der Bühne. Wo ist sie? Da kommt sie. Wir haben sie eingefangen. Meine Liebe, wir haben uns nie gesehen. Wir sind weder verwandt noch verschwägert. Wir sehen uns zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wie Sie heißen. Ich weiß, dass Sie entzückend aussehen. Mehr weiß ich im Moment gar nicht. Wen habe ich denn da? Ich heiße Cornelia. Cornelia. Und Sie mögen Roy Black, hoffe ich. Sehr. Schon länger? Ja. Gut, das ist schon mal, das trifft Sie schon mal sehr, denn Sie haben jetzt folgende Aufgabe, wenn Sie damit einverstanden sind. Sie bekommen jetzt stellvertretend den Löwen. Martina ist übrigens Martina Männigen, eine reizende Fernsehkollegin, die sich hier als Blumenmaid betätigt. Ich bedanke mich für die aktive Mithilfe. Sie bekommen jetzt den Löwen stellvertretend für den Roy. Wir setzen Sie in ein Flugzeug. Sie fliegen zu Roy Black nach Hause. Übergeben ihm dort den Löwen und wir sind mit der Fernsehkamera dabei. Einverstanden? Ja, danke. Gut. So, und jetzt wollen wir es so halten, als wäre der Roy hier. Ich sage, der Bronzenlöwe 1986 für Wahnsinn an Roy Black. Meine Liebe, wir treten jetzt alle etwas zur Seite. Wir wollen dann dennoch jetzt den Titel hören. Und zwar war das Orchester Dieter Reitzulieb und der Bote Lukas Chor, das Ganze für uns zu interpretieren. Zwar in einer Kurzform, stellvertretend für Roy Black, dieser Titel. Schöne von Radio Luxemburg 1986. Dankeschön, Dieter Reit und der Bote Lukas Chor.
Und vielleicht sind wir alle noch mal so lieb, jetzt zu dieser Stunde, jetzt hat er das Glas in der Hand, eine gute Besserung in die Nähe von München zu schicken, zu Roy Black. Sei bald wieder gesund, sei bald wieder hier auf dieser Bühne. Winke, winke, Roy Black. So, nochmal unsere Geschichte mit Howard Carpendale und ich will dazu jetzt gar nicht mehr viel sagen. Wir haben also sehr deutlich gesagt, was wir alle mal davon halten. Jetzt aber doch zu unserem Roy Black zurück, nicht? Jetzt wieder gedanklich zurück. Sie erinnern sich, also Löwenverlag, habe ich alles erzählt. Jetzt schauen wir mal hin, was ist denn da passiert mit dem Löwen? Hallo, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Guten Roy, ich freue mich auch sehr. Dankeschön, sind die für mich? Ja, bitteschön. Ganz selten, dass man von einer schönen Frau Blumen kriegt. Danke tausendmal. Ich schenke auch sonst selten eine. Ja, das glaube ich. Normalerweise müssen Sie welche kriegen. Danke tausendmal. Und das ist er. Möchte ich Ihnen den Löwen überreichen? Das ist er. Dankeschön. Ja, ich habe ihn also in Empfang genommen. Wie war das denn? Ich meine, hat man Sie vor der Halle... Ja, man hat mich vor der Halle ausgesucht. Ja? Ja. Ich habe gehört, fotografiert und fotografiert, dann... ja. Super. Und es war nicht getürkt, das möchte ich dazu sagen. Sein. Ein Besucher, Sie waren normal Besucher in der Westfalenhalle. Und wie waren Sie nervös? Ja, sehr. Ja. Da können Sie mal sehen, was wir durchmachen. Ja. Bei 15.000 Leuten immer. Ja. Danke tausendmal. Bitte schön. Zeige ich mal, ist mein 13. Was natürlich nur Glück bedeutet. Nicht? Hat er gesagt. So, das war er. Vor ein paar Tagen, nicht? Ist das Ganze passiert. Da haben wir den Löwen also da bereicht. Das war die Zuschauerin, die wir da ausgeknipst hatten in der Halle. Und jetzt müsste der Howard, jetzt bin ich schon wieder bei Howard Carpen, jetzt müsste der Roy Black hier am Telefon sein. Also, pass auf, ich höre schon alles. Du bist ja schneller als der Wind, mein Freund. Hui, ui, 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 da spricht er, bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe. Ich grüße dich und wünsche dir einen guten Abend. Jo, Jochen, freue mich. Guten Abend, liebe Zuschauer. Jo, also Roy, jetzt, wir haben dich ja eben gesehen, du siehst blendend aus. Hast zwar, glaube ich, so ein paar Kilo dabei gelassen, ne? Gott sei Dank, ich hab ungefähr, also damals nach der Krankheit habe ich 12 Kilo abgenommen, aber inzwischen sind schon wieder ein paar drauf. Aber ich versuche natürlich jetzt das Gewicht ein bisschen, weil ich ganz froh bin, dass das ein bisschen weniger ist. Nun, ich habe es ja damals den Zuschauern erzählt, in der Westfalenhalle in Dortmund, wir haben... einen Tag zuvor, dann noch ganz intensiv und lange miteinander telefoniert, du in deiner Fischhütte irgendwo im Süden, mit viel Ruhe und viel Liegen und nicht aufstehen dürfen und hab deine Grüße ausgerichtet und auch deinen Brief verlesen. Schönen Dank nochmal für den netten Brief, den du uns dann übermittelt hast. Jetzt dazwischen liegt ja wieder eine ganze Menge Zeit. Wie hat sich denn die Sache entwickelt von da bis heute? Was soll ich sagen? Ich bin fit wieder. Ich fange im Dezember an zu arbeiten. Ich wollte an sich das ganze Jahr Pause machen, aber... ich halte es nicht mehr aus, ich will wieder was tun. Ich will wieder auf die Bühne, ich bin im Studio und wir fangen Anfang Dezember fangen wir an wieder. Du altes Zirkuspferd. Jo. Pass bloß auf. Man sollte vielleicht den Zuschauern doch nochmal sagen, wann war die letzte Operation, Roy? Vor 3,5 Monaten. Ja. Und ein Mensch, der normal zur Arbeit geht, ein normaler Arbeitnehmer, wird automatisch bei dieser Operation ein Jahr krankgeschrieben. Das wollen wir nicht vergessen, ne? Nee, das will ich nicht. Gell? Das will ich nicht. Also übernimm dich nicht. Nee, das nicht. Ganz langsam. Jo. Und alle mal freuen sich drauf, dich wieder zu sehen, dich wieder zu erleben. Und bald, wenn wir dich hier wieder im Studio haben, dann machen wir es länger. Da freue ich mich sehr drauf. Gell? Jo. Gut, mein Roy. Liebe Grüße an alle. Dankeschön. Jo, ciao. Wünsche dir einen schönen Abend. Ne? Jo, tschüss, tschüss. So, jetzt wollen wir aber noch zum Klingen bringen. Zum Klingen bringen. Bin ich ein Chinese? Nein. Zum Klingen bringen. Roy Black. Bitte sehr. Man gerade so mit dem Roy telefoniert hat und weiß, dass er schwer krank war, eben diese schweren Herzoperationen hinter sich hat, und man sich dann so einen Text mal aufmerksam anhört, kriegt er plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Nun, freue mich, dass es ihm wieder so gut geht, dass wir ihn bald wieder sehen und bald wieder hören werden. Was Sie jetzt sehen und hören werden, sage ich Ihnen auch. Ein Wechsel und ein Themenwechsel, denn wir kommen jetzt zur Musik und zu einem Mann, der Musikgeschichte gemacht hat, ein Mann, der auch also Geschichten gemacht hat jetzt die letzte Zeit, ihm ging es also gar nicht sehr gut. Ich spreche von Roy Black und der Roy Black hat vor einiger Zeit eine schwere Herzoperation, besser gesagt zwei schwere Herzoperationen hinter sich gebracht. Und es ging ihm nicht so gut, dass er, als wir die Löwenverleihung hatten am 11. Oktober, den bronzenen Löwen in Empfang nehmen konnte. Und zwecks diesem sind wir dann ganz einfach zu ihm gefahren. Wir haben den Löwen auf der Bühne einer Zuschauerin überreicht, die ein Roy Black-Fan war. Die ist ins Flugzeug gesetzt worden, ist runtergeflogen zum Roy und hat nun diesen Löwen da überreicht. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie ist denn das Ganze passiert? Jochen, wir haben zuerst den Howard am Apparat.
es war damals ein Hit und das ist ein Beweis, dass die Musik von gestern ist genauso gut wie die Musik von heute. Adamo und Inshallah.